Fünf Säulen umfasst die Kneipp-Gesundheitslehre. Der Bogen spannt sich vom Wasser über Ernährung, Kräuter, Lebensordnung bis hin zur Bewegung. Pfarrer Sebastian Kneipp gehörte schon zu Lebzeiten zu den bekanntesten Persönlichkeiten. Sein Name ist heute noch ein Begriff. Der am 17. Mai 1821 geborene und 1897 verstorbene Sebastian Kneipp hinterließ ein Vermächtnis. Allein in der Steiermark gibt es 45 Einrichtungen und österreichweit sind es tausende Mitglieder, die dieser Organisation angehören. Ja, Kneipp hat ein Gesundheitssystem entwickelt mit fünf Säulen. Nicht nur die Wassertherapie, sondern da geht es auch um die Bewegung, um die gesunde Ernährung, die Heilkräuter und übergeordnet kann man sagen die Lebensordnung, wo es einfach darum geht, dass jeder Verantwortung für sich selbst übernimmt und für seine Gesundheit. Ist eine Kneippkur eine Ergänzung zur Schulmedizin oder steht sie für sich? Natürlich kann man es als Ergänzung sehen, aber sie steht, das ganze System steht für sich. Es ist, außer der Chirurgie ist im Prinzip alles drinnen. Wenn man sich so zu einer Kneippkur bewegt, ist es so, dass ich immer alle fünf Säulen durchmachen muss oder kann ich einzelne Säulen für mich herausnehmen? Wenn man jetzt die Wasseranwendungen hernimmt, das immer ergänzend zu vielen anderen Therapieformen nehmen, also muss man nicht jetzt Bewegung und Ernährung und die Heilkräuter dazu nehmen, aber letztendlich ist ja eine gesunde Ernährung eine übergeordnete Sache oder dass man sich bewegt, eine übergeordnete Sache, das wird auch in der Schulmedizin in der Zwischenzeit so gesehen. Wie spielt sich das ab? Wer kommt zu Ihnen? Wie viele kommen zu Ihnen? Und welchem Alter sind die meisten Leute? Leute, die da hineingehen. Das sind also nicht nur Kneipp-Mitglieder, sondern eigentlich von jedes Alter und auch Leute, die einfach auf den Berg gehen oder die laufen gehen, weil das einfach eine wunderbare Abkühlung ist nach einer Betätigung. Noch vor Jahren wurde Wasser eher banal eingeschätzt. Und das Liedchen Wasser ist zum Waschen da hat das noch verstärkt. Ohne Wasser kein Leben. Also ist Wasser ein Lebensmittel in mannigfacher Anwendung. Wir bestehen zu 70-80% aus Wasser. Also das sollte einfach ein ganz wichtiges Nahrungsmittel sein. Aber das Wasser im Sinne der Anwendungen, als Kaltanwendungen, ist natürlich eine Arzneiform oder ein Medikament, das es sonst nicht in dieser Art gibt. Denn mit den Kaltanwendungen kann man das vegetative Nervensystem und die Stressregulation trainieren. Es gibt viele Menschen, die sind extrem kälteempfindlich und scheuen natürlich kaltes Wasser. Im Sinne der Regulationstherapie heißt kalt unter 30 Grad. Also ein extrem empfindlicher Mensch kann mit 29 Grad Wassertemperatur schon eine Kaltanwendung machen. Er muss natürlich dann im Laufe von Wochen und Monaten die Temperatur langsam senken. Wir sind Warmblütler, wir müssen unsere Temperatur bei 37 Grad halten. Und damit ist es enorm stressig für den Körper, wenn man jetzt mit Kälte auf den Körper geht. Und er schaltet seine ganzen Regulationsmechanismen ein. Und über diese Mechanismen funktioniert praktisch dann die Wirkung.